Wann hattest du das letzte Mal Sex? Wie groß ist dein Penis? Machst du jemanden verantwortlich für deinen Körper? Wie viel wiegst du? Ey, das wird echt unangenehm. Hast du vor, abzunehmen? Ich fühle mich ganz normal wie ihr auch. Ich bin wirklich gesund. Einmal kommt so eine Durchsage vom Mikrofon, hat der genau meinen Platz aufgerufen. Manchmal, wenn ich so im Schwimmbad bin, denke ich mir, ich hätte gerne ein Sixpack. Also was isst du so? Jetzt muss ich meine Klamotten aus dem Zoo holen. Was war die größte Summe, die du einen Monat verdient hast? Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Und heute haben wir den lieben Omar, aka Fat Comedy, bei uns im Konzept bei Store Berlin. Danke für die Einladung. Danke, dass du hier gekommen bist. Wir haben uns hier zusammengefunden, weil der liebe Omar hat sich bereit erklärt für die Beichte seines Lebens. Willkommen zum ehrlichsten Interview deines Lebens. Freust du dich schon? Gar nicht. Sehr gut. Also, wir fangen einfach mal an. Wie heißt du und wie alt bist du? Ich heiße Omar, ich bin 21. 21? Ja, 21. So jung noch? Mhm. Oh, hätte ich nicht gedacht. Echt? 21. 21, ja. Wie viel wiegst du? Ey, das wird echt unangenehm, ne? Ja. Nein, so, das letzte Mal, als ich mich gewogen habe, war so 200, aber da war ich 8 Jahre alt. Ach Quatsch, okay, okay. Das war dir auf Ernst. Warum macht der? Nein, Spaß, ja. Spaß, ja. So 200. Okay, hätte ich nicht gedacht. Echt? Sieht schlank aus, ja? Ich bin auch sehr sportlich. Wann hattest du das letzte Mal Sex? Das wird echt unangenehm. Ich bin Jungfrau. Wirklich? Ja. Okay. Ich warte bis zur Ehe ist für uns. Okay. Hast du vor, abzunehmen? Und wenn ja, wann und wie könnte es deiner Karriere gefährlich werden? Also hast du vor, abzunehmen erstmal? Auf jeden Fall. Ja? Also fühlst du dich wohl so in dem Körper, wie du bist? Oder ist es so... Die Sache ist... sorry, dass ich schon da wollte. Nein, alles gut. Ich bin ja mein Leben lang schon so, weißt du? Also ich weiß, damit umzugehen. Aber wirklich dein Leben lang, ja? Also ich war schon immer übergewichtig. Okay. Das ist jetzt nicht seit gestern. Deshalb habe ich mich daran gewohnt und für mich, ich kenne ja kein anderes Gefühl. Deshalb, ich fühle mich so, wie ich bin. Ich fühle mich ganz normal, wie ihr auch. So. Warum ist es so bei dir, wenn ich fragen darf? Ist es eine Krankheit? Hast du einfach... Nein, es ist keine Krankheit, Gott sei Dank. Also ich bin wirklich gesund. Ich lasse mich auch checken beim Arzt. Das ist einfach meine Liebe zu essen. Ah, wirklich, ja? Also ist schon immer so gewesen, dass du... Ja, schon seit klein auf, ja. Okay, krass. Denkst du, wenn du abnehmen würdest, würde es deiner Karriere gefährlich werden können? Ich denke eher im Gegenteil, dass die Leute mich dann vielleicht sogar als Erfolgsperson sehen oder als, keine Ahnung, als, weiß ich nicht wie, weil wenn die sehen, dass ich geschafft habe abzunehmen, ich habe ja auch viele dicke Zuschauer. Ja. Oder auch dünne Leute würden das feiern, wenn die sehen, boah, guck mal, der dicke Junge hat abgenommen, krass, so, weißt du, wie ich meine? Deshalb, und mir wäre das auch egal, weil es geht um meine Gesundheit. Also dann nicht mehr Fat Comedy, dann irgendwann Fit Comedy. Fit Comedy, genau. Ja. Hattest du schon mal wegen deiner Übergewichtigkeit oder generell mit Depressionen zu kämpfen? Dass du so wirklich so schlecht gelaunt bist und sagst, so, oh, ich wäre lieber dünn oder oh, ich bin dick und irgendwie, ich finde deswegen schlechter Freunde oder eine Frau oder weiß ich was. Hast du deswegen so manchmal so zu kämpfen gehabt in deinem Leben? Gab es da schon Situationen? Also bis jetzt wirklich, ich sage das jetzt nicht, weil ich mich irgendwie beweisen muss. Bis jetzt, Gott sei Dank, ich kam es jetzt immer wirklich sehr gut klar mit allem. Okay. Was waren die größten Einschränkungen im Leben, die du durch dein Körpergewicht erlebt hast? Ich schwöre bei Gott, mir fällt direkt eine Story ein. Ich war einmal im Moviepark, das ist bei uns, kennst du Moviepark? Ja, klar. Da war so eine Achterbahn und ich und meine Freunde sind alle ganz normal draufgegangen. Einmal kommt so eine Durchsage vom Mikrofon, hat der genau meinen Platz aufgerufen, der junge Mann bitte aufstehen. Also dieses Ding ging nicht, weißt du, das war richtig unangenehm. Weil da waren auch voll die schönen Frauen und so vorne. Okay. So, ich musste aufstehen, gehen, war unangenehm. Ach, scheiße. Ja. Sonst noch irgendwas, was dir einfällt, so, wo du so sagst, so, oh, das war schon echt Mist, so, da wäre ich lieber dünner gewesen oder so? Manchmal, wenn ich so im Schwimmbad bin, denke ich mir, ich hätte gerne Sixpack. Aber dann denke ich mir, ich bin so wie ich bin. Ist mir egal, was die Leute denken. Und alle Menschen, wir sterben alle irgendwann. Wie sieht es aus, so Flugzeug oder sowas? Ich bin bis jetzt noch nie im Leben verreist. Ich habe erst letztes Jahr meinen deutschen Pass bekommen. Ach so. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen Dank. Meinst du, dass viele Leute jetzt momentan YouTube nur mit dir drehen, weil du gerade dieses Extrem hast? Bei manchen Menschen kann ich das ein bisschen einschätzen, weil ich weiß ja, wie ich unterhalte mich ja auch mit den Menschen privat, wie die privat zu mir sind. Es gibt natürlich Menschen, da ist das alles basiert, das nur auf Geschäft. Ja. Aber es gibt auch mittlerweile Leute, die sind wie Brüder. Ja. Da macht man das so. Wie genau siehst du deine Ernährung aus? Also was isst du so? Oder was ist der Grund, warum du gerade wirklich so eine Maße hast? Also Süßigkeiten esse ich, ungesund esse ich auch natürlich.
aber ich esse jetzt nicht viel und übertrieben. Ich esse über den Tag verteilt, aber so auf einmal viel esse ich nicht. Und ich esse natürlich auch gesund, aber ich esse auch ungesund. Ja. Und Süßigkeiten esse ich auch sehr gerne. Also du, sehr, sehr gerne. Also kannst du sehr, sehr gerne. Also wirklich gerne? Sehr, sehr, sehr gerne. Okay. Aber wenn du so viel essen kannst, ist eigentlich ja Kraftsport genau das Richtige für dich. Eigentlich. Weil du kannst ja trotzdem weiter essen, ne? Ja. Musst halt noch ein bisschen trainieren. Nee, nee, ja. Dann würdest du das ganz, ganz schnell umgesetzt bekommen und da ein paar dicke Die erste Kilo ist, wenn er sowieso alles Wasser und so. Ja, ich würde auf jeden Fall ein bisschen was verbrennen. Das geht auf jeden Fall relativ schnell, ja. Wie genau hast du es für dich wahrgenommen über die ganzen Jahre, als du immer mehr Gewicht zugenommen hast? So, du wirst ja nicht auf einmal so viel Gewicht haben. Du hast ja dann, sag ich mal... Ich habe es gemerkt immer beim Klamotten kaufen. Ah, okay. Das wird ja, die T-Shirt-Größe wird immer größer. Ja. Jetzt muss ich meine Klamotten aus dem Zoo holen. Aus dem Zoo? Ja, ist nicht mehr Pek und Kloppenburg oder so. Das ist jetzt Wuppertaler Zoo. Elefantengehege. Ja, okay. Ganz einfach. Okay. Aber ich komme zurecht. Was war die größte Summe, die du in einem Monat verdient hast? Verdient? Ich bin ein Typ, ich muss ehrlich sagen, ich gebe Geld leider, also ich, mit Geld umzugehen, bin ich nicht so gut drin. Okay. Ich gebe immer gerne aus, deshalb habe ich jetzt nie so zusammengerechnet oder so. Aber was hast du denn so in einem Monat mal verdient? Was war denn so die größte Summe? Muss schon 4,30 Euro gewesen. Ah, hat für einen Döner gerechnet. Okay. Nein, Spaß. Höchst war vielleicht 20. 20k im Monat? Also gute Placement gehabt, sowas und so. Ja. Okay. Spaß, ich habe mit denen Raub gemacht. Wir haben ein paar Fahrräder geklaut. Ja, dann kann man schon zack, zack, nee, schnell hoch. Ne? Denkst du, dass manche Leute mit dir nur drehen aus Mitleid? Wer das macht, muss doch voller Wichser sein. Ja, ganz genau. Aber es gibt ja immer so. Du kennst es gibt ja auch Leute, die einem was vorspielen, aber dann im Endeffekt vielleicht wirklich einfach nur aus Mitleid drehen. Aber das sind auf jeden Fall Bastarde. Ja. Wenn das so ist. Was war für dich so der unangenehmste Moment in deinem Leben? Erzähl mir so die peinlichste Geschichte, die du noch niemandem erzählt hast. Du bist auf dem Klo stecken geblieben, du bist irgendwo nicht mehr hochgekommen, dir ist die Hose geplatzt mitten und du musst damit noch einen halben Tag rumlaufen. Also, ja, sowas passiert ja täglich. Ich schwöre bei Gott. Letztes Mal in Köln, ich war da, ich musste Werbung für so einen Laden machen. Ich hatte eine Jeanshose an, ich habe mich ins Auto wieder reingesetzt. Du hast die Hose auf einmal an? Ja, Mann. Nein, jetzt nicht, das ist eine kurze Hose, aber es ist auf einmal gerissen. Dann muss ich so eine Jacke drum machen und muss ich kurz zu C&A in den Jogginghose machen. Aber hast du was gefunden? Ja, Mann. Gott sei Dank. Nicht schlecht. Ich war einmal, ich war einmal beim Kollegen, der spielt bei Dortmund, in so einem, keine Ahnung, was sie da hatten mit der Mannschaft, der wohnt im Internat. Und die haben zusammen gegessen. Ich habe mich dazugesetzt, also der hatte Geburtstag an dem Tag. Ich habe mich dazugesetzt und dann ist der Stuhl vor allen Leuten irgendwie kaputt gegangen. Dann, keine Ahnung, war auch ein bisschen unangenehm. Ja, das war schon unangenehm, kann ich mir vorstellen. Aber die haben alle gelacht. Gab es mal so Kommentare online, die du mal gelesen hast oder ein Foto oder irgendwas, wo du so echt gedacht hast, so, okay, das war schon krass. Ekelhaft, so. Die gibt es ja täglich. Man lernt ja mit der Zeit damit umzugehen. Ja. Aber gerade jetzt nichts. Es gibt immer irgendwelche Spasten, die Scheiße schreiben, aber man steht da drüber. Ja. Ich kann jetzt nicht jeden schreiben, schick mir deinen Standort, ich komme jetzt und wir treffen uns, wir klären das jetzt. Geht ja nicht, man kann sich ja nicht mit jedem treffen. Ja, vor allem sind irgendwelche kleinen Kinder, ja, da. Ja, das sowieso. Die da Rambo spielen. Ja, im Internet ist jeder stark. Denkst du manchmal daran, was jemand anderes über dich denken könnte? Wenn jetzt zum Beispiel, du bist im Restaurant mit einem Geschäftspartner und da sitzen jetzt zum Beispiel noch 3, 4 andere und du wirst die ganze Zeit angestarrt. Denkst du dir manchmal so, oder gibt es so Momente, wo du dich so dabei ertappst, ja, was könnten die, was denken die jetzt so? Oder ja, klar, sehr oft sogar. Ja? Also ich frage mich jetzt nicht, was die Menschen genau über mich denken, weil das ist mir sowieso egal, aber mich stört das, weil die Leute müssen noch ein bisschen Anstand haben. Guck mich kurz an, aber guck mich nicht die ganze Zeit an. Ja, wie so ein irgendwann stört das mich, ne? Aber ich spreche dann auch meistens die Leute an, ja, wenn das zu krass wird. Aber das ist bei mir genau das Gleiche, ne? Also es ist nur umgekehrt. Einfach nur fragen, ob alles okay ist, so, weil vielleicht sieht er ja was ich nicht sehe. Ich habe das auch ganz oft, dass Leute mich einfach nur anstarren, ne? Mhm. Und das macht mich ja total aggressiv, da frage ich auch mal, was dein Problem ist, weil das, man macht das einfach nicht. Leute, man starrt niemanden einfach so an. Machst du jemanden verantwortlich für deinen Körper? Nein. Zum Beispiel deine Eltern, dass sie dir immer zu viel Essen gegeben haben? Niemals. Oder sagst du, es war immer meine Entscheidung? 100%, weil meine Eltern, die stopfen mir das Essen nicht in meinen Hals rein. Ja. Im Endeffekt nehme ich den Löffel, die Gabel oder das Messer und esse. Also meine Eltern sind auf jeden Fall nicht schuld. Die reden ja auch täglich mit mir. Also nicht täglich, aber die tun mich auch erinnern. Denk an deine Zukunft, denk an deine Gesundheit. Ja. Weil irgendwann ist es nicht mehr schön und lustig. Jetzt gerade ist alles schön und lustig.
aber ich muss irgendwann dann später denken. Ja. Familie, Kinder ist ja der Grund, warum man lebt auch, um sich fortzupflanzen. Ja. Dann kommen wir nun zur letzten Frage, die ich jedem meiner Interviewpartner stelle, und zwar, okay. Wie groß ist dein Penis? Ich, ehrlich jetzt? Ja. Wie soll ich das denn sagen? Also ich messe doch meinen Schwanz nicht. Hast du noch nie deinen Schwanz gemessen? Nein, ich schwöre nicht. Nee? Zeigen? Vor Kamera? Ja. Also so, nicht jetzt rausholen, sondern zeigen. Ach so, keine Ahnung, Mann. Danke dir für das Interview. Ja. Folgt Omar unbedingt auf Instagram. Bald hat auch YouTube Fat Comedy unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank für das starke Interview. Ich danke dir, Kev. Und gute Fahrt. Dankeschön.